der Begründer des Museums Modern Art, Künstler und Kunstorganisator Jürgen Blum und die Stadt Hünfeld sind eine kulturelle Erfolgsgeschichte der besonderen Art. Sein Lebensziel, Kunst populär zu machen, Menschen an die Kunst heranzuführen und ihnen die Begegnung mit moderner Kunst zu ermöglichen, haben bleibende Spuren in der Stadt hinterlassen. So schuf er vor dem Kolpinghaus diese Steintore, die das Leben und Wirken Adolf Kolpings versinnbildlichen. Auf dem Kreisel im Norden Hünfelds grüßen die sogenannten Blumen des Universums und im Süden weist eine Infoskulptur Konrad Zuse auf den Namensgeber der Konrad-Zuse-Stadt hin. Für den Kreisel im Osten der Stadt hat Blum das Kunstwerk »Es ist nicht alles Gold, was glänzt« geschaffen. Und vor dem Helios St. Elisabeth Krankenhaus steht die Skulptur der heiligen Elisabeth, deren 24 Lebensjahre die schwarzen Würfel verdeutlichen. Seine Vision, das Wort aus der Bindung des Buches zu befreien, hat der Kunstprofessor Jürgen Blum in Hünfeld verwirklicht. In dem so geschaffenen offenen Buch begegnet man an über 130 Häuserfassaden und Giebeln Kunst und Poesie überall in der Stadt. Damit ist ein urbanes Museum entstanden, in dem die Befreiung des Wortes Realität geworden ist. Seine Malschule und das im Jahre 1990 von ihm gegründete Museum Modern Art mit der Sammlung konstruktiver und konkreter Kunst hat eine Vielzahl nationaler und internationaler Künstler nach Hünfeld gezogen. Als er zum Hessentag im Jahre 2000 in Hünfeld die Ausstellung Kunst mit A ins Leben rief, beteiligten sich zu diesem Thema zahlreiche Künstler. Der gern meditierende und philosophierende Jürgen Blum greift bei seinem Beitrag zum A auf die schwarzen Würfel zurück, die er als Bausteine des Universums bezeichnet und fügt sie an einer Ausstellungswand zum A zusammen. Dazu sagt er, das A, das aller Anfang ist für unsere menschlichen Begriffe, also Adam, Al. In Würdigung der besonderen Verdienste, die sich Herr Jürgen Blum durch sein herausragendes Engagement zu den vielfachen Ehrungen, die Jürgen Blum erfahren hat, gehörte unter anderem auch die Überreichung der Ehrenmedaille der Stadt Hünfeld. Darüber hinaus wurde ihm im Jahre 2012 das Bundesverdienstkreuz für sein Kunstschaffen auf nationaler und internationaler Ebene verliehen. Nach einer kurzen Dankesrede sagte er zum Schluss: Ich möchte Sie nicht aufhalten und danke Ihnen. Besuch heute und ich empfinde das, dass Sie mich dadurch auch unterstützen. Ja, danke schön. Zu den engsten Freunden Blums gehörte Architekt und Künstler Karl Möller. In einem Interview sagte er einmal: Ja, es geht um Karl Möller, den ich schon sehr früh kennengelernt habe. In den 80er Jahren war er noch, bevor er zum Studium ging, Mitglied meines Ateliers. Nachher habe ich ihn verloren, weil er während der Studienzeit ja mit sich beschäftigt war. Danach aber kam er zurück nach Hünfeld und da haben wir wieder eine Zusammenarbeit aufgenommen. Karl Möller sagt dazu: Die Chance, einen Jürgen Blum kennenzulernen, hat nicht jeder. Hat er mich doch dahingehend geprägt, in klaren Strukturen zu denken und damit das Fundament architektonischer Konstruktionen, die sich dann sowohl in meinen Bildern und Plastiken als auch in gebauter Architektur wiederfinden, gelegt.
Am 11. August 2015 starb Professor Jürgen Blum. In seiner Trauerrede sagte Karl Möller als einer seiner engsten Freunde unter anderem: Wir erinnern uns dankbar an den treuen und zuverlässigen Freund, an den Menschen, den selbst diejenigen, die ihn nur flüchtig kannten, gleich als sympathisch und freundlich empfanden. Um das Andenken an Jürgen Blum zu bewahren, hat Karl Möller sein neues Haus, das in seiner Besonderheit nicht nur energieautark ist, auch als Blumhaus konzipiert. Indem er das gesamte Treppenhaus mit Werken des großen Kunstprofessors aus allen Epochen seines Schaffens ausgestattet hat. Ein einzigartiges Blumenmuseum. An der Decke reiht sich als Filmband das Leben Blums von der Kindheit, seiner Jugend bis zu seinen letzten Lebensjahren. Eine besondere Rarität ist ein Zyklus mit religiösen Motiven, der einen Jürgen Blum von einer ganz anderen Seite zeigt. Die Freundschaft, die Karl Möller mit Jürgen Blum verband, war sicher ganz in seinem Sinne, wenn man hört, was er dazu einmal sagte. War es mir wichtig, Freunde zu haben. Wissen Sie, ein Mensch ohne Freunde, der liebt einen.